Hallo ihr Lieben, also wir beginnen direkt mit dem Lidschatten und zwar nehme ich erstmal einen Concealer und werde meine Augenlider vorbereiten für den Lidschatten und werde das Ganze mit einem hellen Puder setten. Dann nehme ich die Farbe Peach Smoothie von Make-up Geek und das wird meine erste Basisfarbe, die trage ich mir in der Lidfalte auf und verblende sie gleichzeitig. Das Ganze wird schön aufgebaut, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden bin. Als nächstes nehmen wir die Farbe Chickadee, auch von Make-up Geek. Das ist ein bisschen dunklerer Ton und ein bisschen gelber. Und das Ganze wird auch auf dieselbe Stelle aufgetragen wie der Lidschatten davor auch. Das kommt in die Lidfalte und das baue ich auch auf. Das gibt später einen schönen Übergang. Als nächstes nehmen wir die Farbe Desert Sand. Das ist auch von Make-up Geek. Das ist ein sehr schöner Braunton ist das, aber in einer helleren Form und hat auch einen orangenen Unterton. Der ist wunderschön bei Smoky Eyes als Übergang. Und ich nehme deshalb so viele Farben, damit ich später einfach einen schönen Verlauf bekomme, das Ganze schön weich ist und einfach die Farben miteinander verschmelzen sozusagen. Das baue ich genauso auf wie die Farben davor. Und dann nehme ich diese Farbe, das ist Coco Bear, auch von Make-up Geek. Das sind so meine Klassiker bei Smoky Eyes. Und die Farbe kommt am äußeren Winkel, wird ziemlich stark aufgebaut und gleichzeitig auch dann nach oben verblendet. Dann nehme ich mir so einen kleinen Blenderpinsel, der hier ist von Sigma. Wie ihr sehen könnt, ist der fast die Hälfte von den anderen. Und dann nehme ich mir einen hellen Braunton, einen ziemlich neutralen Unterton und werde mir das Ganze in die Lidfalte direkt reinarbeiten und am äußeren V auch und verblende das Ganze schön nach vorne. Hier verblende ich nochmal alle Farben miteinander und dann machen wir den Schritt nochmal mit dem Braunton, werde das nochmal in die Lidfalte draufgeben und nochmal verblenden und das mache ich so lange, bis mir das Ergebnis und die Stärke von dem Braun gefällt. Zum Schluss wird alles nochmal schön miteinander verblendet. Wie ihr sehen könnt, verblende ich alles ziemlich nach oben. Und dann nehme ich diesen Schimmerlidschatten Grandstand, auch vom Make-up Geek. Und das werde ich mir auf mein bewegliches Lid auftragen. Erstmal fange ich vorne an. Ich werde mir die Farbe auch nachher nochmal ansprühen, damit die schön intensiv rauskommt. Und werde das Ganze dann nochmal ein bisschen stärker auftragen. Ich trage die Lidschatten bei mir immer ein bisschen höher auf, einfach weil ich ein bisschen ein Schlupflid habe. Und wenn ich nach vorne oder nach oben schaue, sieht man das Ganze nicht mehr so. Und deswegen mache ich das dann immer ein bisschen höher. Hier werde ich mir nochmal den Braunton am äußeren V auftragen und werde das dann mit der Schimmerfarbe schön verblenden. Das mache ich dann immer in tupfenden Bewegungen, so kriegt ihr die Übergänge sehr leicht und sehr schön hin. Jetzt trage ich mir einen Eyeliner auf. Ich nehme mir meinen Gel-Eyeliner von L'Oreal. Den habe ich schon sehr lange und der ist immer noch nicht trocken. Und den Eyeliner trage ich mir immer in kurzen und kleinen Schritten auf, damit die Linie schön gerade wird. Hinten ziehe ich mir natürlich einen Wing raus. Ich mache das eigentlich immer so, wie ihr das gerade seht. Ich habe keine besondere Technik. Ich halte mich immer einfach an meinem Augenbrauenende, ziehe den Wing hinten raus und verbinde das Ganze. Jetzt nehme ich die Farbe Nylon von MAC, das ist mein Augenbrauen-Highlight. Das trage ich mir mit einem flachen Pinsel am Augenbrauenbogen auf
und nachher auch im inneren Augenwinkel. Kommen wir zum Gesicht. Meine MAC Strobe Cream kommt zum Einsatz. Die trage ich mir auf meinem Gesicht auf. Ich nehme sehr, sehr, sehr wenig Produkt, weil das absolut ausreicht. Das gibt einfach einen sehr schönen Glow auf der Haut. Und ja, das verteile ich im Gesicht. Und dann nehme ich mir meine Foundation. Die ist von Giorgio Armani, die Luminous Silk Foundation. Die habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Ist einer meiner Lieblinge, aber nichts für Abend-Make-up, finde ich. Also wenn man eine gute Deckkraft haben möchte, ist die hier viel zu leicht. Oder um Pickel abzudecken oder sowas. Die ist sehr, sehr dünn, die Foundation. Und die kaschiert eigentlich nur so ein bisschen Unebenheiten und gibt dem Gesicht einen schönen Glow. Für den, dem es reicht so, ist sie sehr, sehr schön. Die hält auch sehr gut. Aber die ist natürlich nichts, wenn man sehr, sehr gute Deckkraft oder starke Deckkraft haben will. Ich benutze die hier jetzt, weil einfach mein Gesicht im Moment ziemlich sauber ist. Das langt mir. Und dann durch das Ganze mit einem Schwamm in die Haut einarbeiten, damit das schön natürlich aussieht. Kommen wir zum Concealer. Ich nehme meinen Tarte Shape Tape Concealer. Ich trage mir immer nur so zwei Punkte auf und verblende das Ganze dann erstmal mit einem Pinsel und im Anschluss mit dem Beauty Blender. Ich finde diesen Concealer sehr, sehr deckend. Also mehr Produkt würde ich nie im Leben nehmen. Wie ihr sehen könnt, reicht das auch einfach völlig. Mit zu viel Produkt weiß ich einfach nicht, wohin ich das Ganze verblenden soll. Und ja, der ist sehr gut. Wenn der Concealer verblendet ist, nehme ich mein Airbrush Flawless Skin Powder von Charlotte Tilbury und werde das Ganze schön fixieren. Dieses Puder ist der Hammer. Ich liebe es. Das ist wirklich ein Airbrush Puder. Ich trage das unter meinen Augen auf und sette dann auch im Anschluss mein Gesicht damit. Und ja, mir langt das völlig. Das trocknet nicht aus, das rutscht nicht in die Fältchen. Und das mit dem Baken, das ist einfach zu krass. Gerade mit dem Tarte Concealer ist das dann sehr, sehr trocken unter meinen Augen. Und dann reicht mir dieses leichte Puder unter den Augen völlig. Jetzt nehmen wir den Bronzer, der hier ist von Make-up Geek, wie ihr sehen könnt, mag ich den sehr. Dann werde ich jetzt mein Gesicht damit ein bisschen aufwärmen, eine Kontur setzen und schön verblenden. Kommen wir zum Blush. Ich nehme den Fleur Power von MAC. Den trage ich mir auf meine Apfelbäckchen auf. Der hier ist sehr stark pigmentiert. Also es reicht völlig, einmal ins Pfännchen zu tupfen und das Ganze dann aufzutragen. Das ist ein richtig pigmentierter Blush. Jetzt kommen wir wieder zum unteren Augenlid. Ich nehme die Farbe Coco Bear und werde das Ganze am unteren Augenlid aufbauen und verblenden. Ich nehme, wie ihr sehen könnt, einen ganz, ganz kleinen Blendepinsel. Der ist perfekt für die untere Linie am Auge gedacht. Und ja, ich fange an mit Coco Bear und dann nehme ich die nächste Farbe, wie auch oben, auf dem oberen Augenlid und werde die ganzen Farben unten auch auftragen und verblenden. Jetzt nehme ich Desert Sand, baue es auf, verblende es, bis ich smoky genug bin. Hier werde ich jetzt meinen inneren Augenwinkel noch highlighten. Das macht einen schönen Augeneffekt einfach und schöne große wache Augen. Das darf bei mir nie fehlen. Und dann wird das Gesicht gehighlightet. Laura Geller Gilded Honey Highlighter trage ich auf den höchsten Punkten von meinem Gesicht auf. Jetzt nehme ich mir so einen nudefarbenen Kajalstift, der hier ist von Manhattan, und trage den auf meine untere Wasserlinie auf. Das gibt dem Augen-Make-up nochmal das gewisse Etwas. Zum Schluss wird
einen Lippenstift aufgetragen, das Gesicht fixiert und dann wären wir auch schon fertig. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Look gefällt euch und bis zum nächsten Mal. Bye!